Kannst? Das ist dein Move? Okay. Ich bin Benedikt und wir sind hier bei der Malerei. Ich werde euch jetzt mal die Malerei vorstellen. Hallo, was macht ihr denn hier bei der Malerei? Hallo, wir malen Schilder an tatsächlich und andere Sachen und malen auch Menschen an, wenn sie das möchten. Hier, bitteschön. Und wir bauen gerade einen kleinen Tattoo-Laden an, den eine Mitarbeiterin von uns führen möchte. Ja, und ich habe gehört, dass beim Schönheitssalon auch Tattoos gemacht werden. Das ist richtig, die machen das mit kleinen Stiften und wir machen das halt mit Farbe, was halt den Nachteil natürlich hat, dass es natürlich auf der Haut spannt. Das wird aber von unserer Mitarbeiterin erklärt und gesagt, dass es vielleicht auch spannen kann. Aber unsere Mitarbeiterin macht das auch freihand und benutzt keine Schablonen und macht das halt auch aus dem Kopf heraus. Für den Anbau? Für den Anbau haben wir schon 50 haben wir bezahlt. Und müssen 30 noch dazu bezahlen. Ja, meine Chefin, die hat alles im Kopf. Ich habe leider da keinen guten Überblick drüber. Tattoos kosten? Ornella, wie viel würdest du für ein Tattoo nehmen? Drei. Drei Elbows ungefähr. Also es kommt natürlich auf die Größe an, aber so zwischen 3 und 4 Elbows. Okay, also kommt so auf jeden Fall zur Malerei. Tschüss! Wir sind hier beim Schönheitssalon. Hier gibt's Tattoo, Schminke, Lippenstift und noch andere Sachen. Bene macht sich gerade ein Tattoo. Wie fandest du's? Toll. Sieht super aus. Und das fühlt sich auch super an. Schön. Ja. Geht's jetzt schon los? Geht's los? Hallo? Zu dir, zu mir? Achso. Hallo und willkommen bei der Quasselbox. Hallo. Ohne mich! Hallo bei der Quasselbox! Also, ich finde es schön hier. Ich arbeite gerade als Chefarzt. Heute geht es um den Blumenladen. Und dass ich hier eine Arbeit habe, das ist so wie eine richtige Stadt. Bloß, dass hier ein Bäcker fehlt. Und eigentlich ist es sonst super, super gut. Guten Tag, hallo. Wir sind halt in die Quasselbox gekommen, aus einem ganz besonderen Grund. Genau. Für nur ungefähr 2 bis 4 Elbos kann man sich eine sehr hübsche Blume kaufen. Ja. Und zwar hat heute jemand ganz besonderes Geburtstag. Die hier kostet aber mehr, weil die einfach größer ist und schöner. Also ungefähr 10 würde die kosten. Ja. Wir kennen sie alle oder auch nicht, aber trotzdem. Viele kennen sie, ist dieses Jahr nicht in der Kinderstadt. Naja, auf jeden Fall haben wir festgestellt, dass der Blumenladen ein ganz toller Laden ist und man da sehr viel anfangen kann. Und der Blumenladen hat sogar noch einen kleineren Laden, wo man auch Blumen kaufen kann. Der heißt Groß, Kleiner Laden, großer Laden. Man kann sich Geld verdienen von den Arbeiten, die man gerade gemacht hat. Dann bekommt man so einen Lohnzettel. Und da gibt es eben halt, so wie der Name sagt, kleine Blumen und große Blumen.
Und wir wollen ihr gratulieren auf jeden Fall auf diesem besonderen Wege. Vielleicht guckt auch ihre Mama zu. Und ihr Papa. Oder auch der. Oder deine Mama. Oder dein Papa. Hallo und herzlich willkommen bei der Quark-Quark-Quasi-Box! Heute geht es um das Thema Hochzeit. Ich meine, wir beide kennen das Thema gut. Okay, also. Ja. Happy Birthday! Liebe alles Claudia. Gute, Claudia! Und da wissen, glaube ich, meine Freundin und ich Bescheid, weil wir haben heute erst geheiratet. Auch, dass man sich ständig kaufen kann und bauen lassen kann. Das ist übrigens also ist der Name von Claudia. Der Happy Birthday, Claudia! Yeah! Und finde alles schön hier. Und dann war Henry da. Hendrik. Okay. Und dann bin ich vorher auf die Knie gefallen mit einem Blumenstrauß und habe gefragt, möchtest du meine Frau werden? Und sie hat natürlich ja gesagt. Hallo, willkommen bei der Spielehalle. Ich habe einen neuen Laden. Den habe ich uns anfertigen lassen und einen Blumenstrauß, da hat er mit geholfen. Und wenn ich wiederkomme, dann nehme ich ganz viele Spiele mit. Und ich hoffe, die Spiele gefallen euch. Ja, und dann mussten wir natürlich nochmal alles vorbereiten. Und ich habe dann ein Kleid gemietet. Damit sie auch was Hübsches hat für unsere Hochzeit. Und dann. Und ich hoffe, ihr freut euch. Das hat 15 Elbos gekostet. Aber ich meine, es war ein sehr hübsches Kleid mit allem drum und dran. Ja, mit Brautschleier und Gürtel und naja. Heute wollte ich über TV sprechen. Eine Arbeit in Elberado. Wir haben nämlich heute geheiratet, leider erst ein bisschen spät. Genau. Aber dafür können wir uns ja mal treffen. Ja, genau. Wir haben dann auch Telefonnummern ausgetauscht. Genau. Die Betreuer sind auch voll cool, wie zum Beispiel Olli hinter der Kamera. Und Daniel und anderen und David. Ne? Nachdem wir dann geheiratet haben, sie hat sich umgezogen und ich durfte natürlich nicht hingucken. Genau. Es war ein bisschen schwer, nicht hinzugucken. Einmal habe ich kurz gemacht. Muss ich so sagen. Ja, und dann kamen auch die Ringe. Bei TV ist es voll cool. Wir haben beide einen Ring, den wir eigentlich nicht abnehmen, haben wir uns gesagt. Aber das ist jetzt mal eine Ausnahme, sag ich mal. Da kann man Fotos, Videos bearbeiten. Man kann in der Quasselbox sprechen. Und dann haben wir... Naja. Dann haben wir... geheiratet einfach. Genau. Cool. Und es macht hier voll Spaß. Und ja. Tschüssi. Das war's mit der Quasselbox. Quassel, quassel. Quassel, quassel, Quasselbox. Dann vielen Dank. Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Tschüss. Hallo, ich bin Benedikt. Ich stehe hier gerade vom Rathaus, wo die Wahl getroffen wird, wer als nächster Bürgermeister wird. Wer wird es? 1, 2, 4, 5 oder 7? Die 3 ist wahrscheinlich ausgeschieden, weil sie war nicht dabei. Sehen Sie die riesen Menschenmenge? Das Rathaus hat jetzt sehr viel zu tun. Also, gebt auch eure Stimme ab. Tschüss! Ja, als erstes danke ich mich erstmal für die Wählerinnen und Wähler, die mir helfen wollen, diese Stadt besser zu machen.
Und das ist jetzt noch herzlich willkommen an dich, Vizebürgermeisterin. Und ja, ich hoffe mal, dass ich hier einiges ändern kann in der Stadt. Und ja, danke schön für eure Aufmerksamkeit. Hallo, ich bin Benedikt und ich stehe hier neben dem Fitnesscenter. Hallo, was macht ihr denn hier beim Fitnesscenter? Wir spielen mit den Leuten hier Fußball, dass es auch kleine Herausforderungen gibt und deswegen können die vielleicht ihr Geld wieder zurückbekommen. Denn gibt es hier auch Hula-Hoop-Reifenspiele und kleine Murmelspiele. Okay, und was macht ihr hier sonst noch so? Naja, wir arbeiten halt. Also wir sitzen da eigentlich rum und ja, nehmen das Geld ein und naja, wir spielen mit denen. Und was gibt es hier sonst noch zu machen? Das war's. Ach so, dann tschüss, aber kommt auf jeden Fall zum Fitnesscenter und bleibt fit. Und ich stehe hier vor der Bank, wie ihr sehen könnt. Und hier gibt es halt Spardosen zu kaufen. Und hier kann man halt sich auch den Lohn auszahlen lassen. Und Geld wechseln und ein Konto eröffnen und das Geld dann aufs Konto bringen. Hier bei der Bank gibt es über Nacht 11 Euro Zinsen. Und es lohnt sich auf jeden Fall, hier ein Konto anzulegen. Und auf jeden Fall kommt zur Bank. Und wer Schulden hat, zahlt sie sofort zurück, sonst wird es teurer. Tschüss! Schönen Tag noch und schönes Leben! Nein, danke.